Oh! Fällt ja keinem hier auf, dass hier der halbe Weg blutig ist oder zumindest neben am Weg. Wir haben den Wald kurz rot gefärbt. Rot finde ich authentischer. Ach, hier war doch... Hier war auch irgendein Jäger. War das der Dragomir? Das war... Doch, da war... Auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es der Dragomir war. Auf jeden Fall hat der irgendwie auch... Guck mal einer an. Hat er seine Armbrust verloren. Genau, das war's. Wir bräuchten jetzt auch mal langsam Dietrich und... Oh Gott, ich sag euch, das Let's Play dauert so wahnsinnig lange. Weil nur... Weil die Spielzeit 40 Stunden beträgt, ist ja noch gar nicht mit einberechnet worden. Ach, verdammt, stimmt ja. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ist ja noch nicht mit... Ach, ein Schafsfell. Ist ja noch nicht mit drin, also mit einberechnet. Keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Ich bin gerade etwas dumm und konfus. Aber auf jeden Fall, ich werde es nicht dabei belassen, einfach nur der Quest zu folgen. Wir werden uns auch ein bisschen umgucken, ne? Mal aus Schwachsinn, wie immer, eigentlich nochmal uns mit anderen Leuten unterhalten, auch wenn die total unwichtig sind. Vielleicht irgendwann einmal braucht man die noch. Gehen an Orte, an die wir eigentlich gar nicht hin sollen, um einfach mal zu gucken, ach, vielleicht ist hier irgendwas. Und da ich den Mod nicht kenne, nicht auswendig oder nicht gut. Oh, guck mal, da ist jemand. Steh mal auf, du Sack. Halbtoter. Ist das ein Gegner oder? Innos, hilf mir. Ich brauche Heilung. Hey, du siehst nicht gesund aus. Ich... Ach du Kacke. Den hat's erwischt. Den armen Kerl war wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Ich möchte mal wissen, wer ihn so zugerichtet hat. Das will ich mir auch gern wissen hier. Gibt's aufs Maul? Vielleicht. So, Mana-Tränke brauchen wir noch nicht. Oh Gott, Goblins. Kommt's mir so vor, da sind die schwächer geworden. Egal. Auf jeden Fall. Wo war ich eigentlich? War ich überhaupt irgendwo? Ach, ja, genau, stimmt. Ich habe ja gesagt, was wir alles noch tun werden. Wir werden viel, sehr viel erkunden. Vielleicht. Nee, mal sehen. Ich muss. Wenn ich mal Lust darauf habe. Apropos hier, ne? Juhu, danke Enos. Also falls sich einer damit nicht auskennt und es gerne wissen würde, mit Enos und Belia und den anderen Göttern, das ist so gesehen die Religion in Gothic. Ich kann jetzt zwar schwer beschreiben, aber die, also... Oh! Danke, stört ja auch nur minimal. Der arme Sack runtergefallen. Wie ist denn das gerade passiert? Ja, also wie gesagt, falls das jemand interessiert, es ist ein bisschen... Naja, was heißt ein bisschen kompliziert? Es geht eigentlich... Also es gibt drei Götter. Einmal Innos, das ist der, ja, der Gott des Guten oder wie man das auch immer nennen will. Oh, eine Fackel, geil! Also hier der Gott des Lichtes, was auch immer hier. Und Belia ist das Gegenstück, der Gott des Bösen. Und Adanos ist der Gott des Gleichgewichts, der dafür sorgt, dass keiner von beiden die Oberhand gewinnt. Oder so in der Art. Und ja, das war die Kurzfassung. Wenn ich es euch ein bisschen stärkerer erkläre. Oh Gott! Wow! Ork, 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 Ork! Wo rennt denn der hin? Hör mal, bleibst mal stehen! Ja, der hat Schiss hier!
Nutzen wir mal K zum ersten Mal. Ich will nämlich auf die Fresse geben. Hooker Checker. Hallo? Huch. Bleibt der Sack mal stehen hier? Ja, Uga Chaga. Hallo? Ist mit. Ach komm, lass ihn rennen. Wir wollen wissen, was der hat. Also schlagen wir auch nur mit. Warum schlagen wir eigentlich mit einem Degen? Das ist wieder so viel Sinn. Aber gut, ich halte die Klappe und spiele einfach weiter. Sind wir überhaupt richtig momentan? Ich bin irgendwie ein bisschen. Doch, sind. Wir sind doch falsch. Obwohl, da geht's zum schwarzen Troll. Ah, verdammt, ich war. Hab mich ein bisschen vertan aus Versehen. Entschuldigung. Aber da hinten geht's ja auch noch irgendwo lang. Habt ihr gerade gesehen? Da waren ja ein paar Gegner und haben die Goblins gerade geredet. Die so, ja, Scheiße, komm doch her und was auch immer. Ich glaube, es waren die Goblins. Warum können die auch nicht? Ja, ich frag mich auch. Ich meine, warum sollten die nicht reden dürfen? Ich meine, sind halt. Ich glaube schon, dass das humanoide Lebensformen sind. In dem Fall, warum nicht? Goblins oder Kobolde oder was auch immer reden ja auch in anderen Spielen. Warum nicht in Gothic? In Gothic machen sie sonst nur. Können wir sie eigentlich ausrauben? Ach, geil! Juhu, gleich ein Freudensprung über ihn drüber. So, ahaha. Loser. Du bist verreckt, ich nicht. Ahaha. Kommt ein Ork. Bam, tot. Okay. Erstmal wieder abspeichern. Jetzt haben wir schon wieder fast keine Zeit. Egal. Nein. Spaß. Ich versuche jetzt wieder regulär aufzunehmen. Hätte mir Mühe geben. Vor allem, weil mich auch so viele Leute dazu zwingen. Und zwar niemand. Und ihr auch nicht, vergesst es. Ach so. Moment, sind wir jetzt hier jetzt? Nee, hier geht's wieder zum Großbauern. Ja, natürlich, hier geht's lang. Hoffe ich doch. Oh mein Gott, meine Orientierung. Sie hat nachgelassen. Naja, auf jeden Fall können wir uns dann ja ein bisschen vorbereiten auf Gothic 2. Hier mit dem Welle-Eier-Mod, da wir ja in der regulären Gothic 2-Welt sind. Genau, hier geht's zur Gefängniskolonie. Und ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ist ja alles kaputt hier. Hört auf, mir ins Gesicht zu rülpsen, ihr verdammten, ekelhaften, fetten Keiler. Ich wollte gerade keine schlimmen Ausdrücke verwenden, deswegen. Ach, der Hof da hinten ist abgebrannt. Der war ja auch mitten im Kampfgebiet. Was machen Sumpfland-Scavenger hier? Die sind doch nur ein Jagen da. Ach du Kacke. So können wir uns natürlich nur schlecht auf den Kampf, ja. Ich bin doch kein Metzger. Vorbereiten, wenn wir kein Leben haben. Das ist ein bisschen schwer. Haben wir irgendwas? Nein, nicht wirklich so ganz. Nein. Verdammt. Ach komm. Aber das bringt doch gar nichts, ey. Verzeiht mir, dass ich es tun muss, aber ich werde jetzt F8 drücken. Es dauert einfach viel zu lang, bis wir jetzt das Haufen Zeug zusammengefunden haben, bis wir wieder genug, ja, Leben haben. Deswegen, tut mir leid. Ich bin ein Arschloch, ich weiß. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Können wir die ausrauben? Oh, die haben nichts dabei. Das war das Einzige, was mich damals störte, dass man die nicht richtig ausrauben durfte. Ich meine, die sind tot, die brauchen doch ihre Waffen gar nicht mehr. Eigentlich.
Die nehmen wir alle aus. Das können da aber sowas von glauben. Oh, geile Spruchrolle, danke. Ich bin doch kein Metzger. Du bist doch kein Metzger, das ist ein Ork. Die sind vielleicht Kannibalen, aber keine Menschen hier. Moment. Ich bin doch kein Metzger. Ja, du bist kein... Oh, du hast sogar zwei Hände. Du bist doch kein Metzger. Deswegen wirst du auch nie in deinem Leben irgendwelche Menschen ausnehmen. Oh, geil, Kriegsschwert. Was man hier alles findet, das ist ja... Oh, geil. Vielleicht doch irgendwo eine gute Waffe, keine verrostete oder wo man viel braucht. Doch, nur verrostete. Ich schlag das ja auch schon so lange her. Mein Gott, sind hier viele. Boah. Da kriegen wir so viel Kohle, sage ich euch, für die rostigen zwei. Hoffe ich. In Gothic 1 hat man noch einiges dafür bekommen. Lurker! Tot. Nichts zu plündern. Oh, die haben nichts dabei. Säcke. Da ist nichts zu holen. Proviantmeister. Warum hat der denn nichts dabei? Das verstehe ich gar nicht. Aber hier ist echt was los. Ich bin doch kein Metzger. Natürlich bist du das nicht. Das wissen wir auch so. Ich finde es schade, dass die alle nur rostige Zweihänder dabei haben. Normalerweise haben die ja Richtschwerter oder sowas. Kommandant. Das ist auch ganz schön erwischt. Ork Elite. Boah, ist geil, ne? Was hier alles zu holen ist. Ist so, ist das geil. Ich finde es so schade, dass die orkischen Kriegsschwerter. Also, dass die so riesig sind und so. Keine Ahnung, und so viel Schaden eigentlich im Prinzip machen. Aber irgendwie keinen Wert haben. Nichts zu plündern. Das hat mich bei den Orkwaffen eigentlich immer gewundert. Dass die nichts wert sind, obwohl die so stark sind. Also ziemlich. Boah, hier ist echt Alter. Wir gehen doch gleich mal, oder wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahme. Seht ihr? Der hat eine Waffe und eine Armbrust dabei. Ich will die haben. Naja, auf jeden Fall werden wir am Ende dieser Aufnahme oder... Oh Gott, ist hier was los, ey. Oder wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme uns den alten... Oh, Waffenknecht. Hier uns den alten Dingen angucken. Ich bin doch kein Metzger. Den alten Bengas Hof oder wie er hieß, genau. Den werden wir uns dann mal genauer betrachten. Und werden uns dann... Oh Gott, Alter, wie viel denn noch? Wie viel liegt hier? Ich kram erstmal das hier hinten alles ab. Machen wir eben ein bisschen mehr für heute. Weil ich finde es gerade so faszinierend. Oh, nur rostige Schwerter, so unfair. Aber es ist... Ich bin doch kein Metzger. So viel auf einmal habe ich in meiner Gothic-Karriere, sage ich mal, noch nie ausgeraubt. Obwohl, doch. Einmal, da habe ich aber gecheatet, gebe ich zu. So, ich wollte was... Also, was heißt gecheatet? Ich war so gut wie durch. Vielleicht kennt ihr das. Man hat noch so viel Lust auf Gothic, aber... Hat schon hier seine Freunde mitgenommen aufs Schiff. Und man muss eigentlich nur noch nach Irdorath und hat aber keinen Bock, da hinzugehen, sondern erstmal ein bisschen Scheiße zu machen. Da ist nichts zu holen. Da habe ich halt ein bisschen viel gecheatet und da halt... Da ist nichts zu holen. Ich glaube, aus Scheiß habe ich auf so einer... Ich bin doch kein Metzger. Ich sag mal, auf so einem Vorsprung von so einem Berg vor Korin, das habe ich dann aus Scheiß, ich glaube, so um die 100 Gardisten auf einmal gemacht. Und da ja Gardisten... Also vom Add-on aus sind ja dann so gesehen auch Banditen. Schade eigentlich. Nur weil man die Rüstung trägt, ist man gleich Bandit. Hätten sie vielleicht bei der Garde-Rüstung ausfallen lassen können. Haben sie aber leider nicht. In dem Fall schade. Auf jeden Fall habe ich ja noch so um die 50 Stadtwachen gemacht. Dann gab es ja noch so ein fettes Gemetzel. Nicht so aus Scheiß, ne? So, yeah, hier, Gothic 2 Schlacht. Da ist nichts zu holen. So, gerade mal checken, wie viel man. Ah, hier ist noch einer. Wie viel haben wir dabei? Ach du Scheiße! Ach du... Boah! Also wird's doch noch was. Boah, ey. Okay, die Waffen sind leider nicht mehr so viel wert wie in Gothic 1. Also die rostigen, schade eigentlich. Da ist nichts zu holen. Aber hey, was soll's. Die hatten wir schon alle, ne? Ich hoffe es doch. Da ist nichts zu holen. Plündern. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ich bin doch kein Metzger. Natürlich bist du kein Metzger.
Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Okay, dann gehen wir erstmal nach da, nehmen da noch ein paar aus.